Der kleine Zuckerbäcker Paul. In einem kleinen, verträumten, malerischen Städtchen lebte ein Mann glücklich und zufrieden mit seiner wunderschönen, liebevollen Frau. Die beiden hatten gemeinsam eine kleine Bäckerei, in der sie voller Liebe für ihre Kunden da waren. Besonders in der Advents- und Vorweihnachtszeit erstrahlte das kleine, verträumte, malerische Städtchen in einem ganz besonderen Glanz. Schon Wochen vor dem ersten Advent halfen alle im ganzen Ort zusammen, um den kleinen, zauberhaften Marktplatz zu etwas ganz Besonderem zu machen. Dann, am ersten Advent, versammeln sich alle Einwohner auf dem kleinen, zauberhaften Marktplatz, um gemeinsam die Lichter des großen Weihnachtsbaums, der fast bis in den Himmel zu ragen schien, zu entzünden. Zuvor war es jedoch Tradition, dass der kleine Bäckermeister, Paul war sein Name, gemeinsam mit seiner wunderschönen, liebevollen Frau das kleine, verträumte, malerische Städtchen auf die wohl schönsten kommenden 4 Wochen des Jahres einstimmte. Jingle Bells, klingt so nah und fern. Komm, wir spannen die Rösser an, die Schellen soll man hören. Jingle Bells, klingt zur Weihnachtszeit. Glocken schallen durch das Land, Weihnacht ist nicht mehr weit. Danach hielten sich alle mit einem Strahlen in den Augen, an den Händen und zählten gemeinsam von 3 rückwärts. 3, 2, 1! Unter großem Jubel erstrahlte der prächtige Weihnachtsbaum in den kunterbuntesten Farben und erleuchtete von nun an für die kommenden Wochen das kleine, verträumte und malerische Städtchen und machte es wahrlich zu etwas ganz Besonderem. Vor allem in der Vorweihnachtszeit bis hin zu den Feiertagen standen Paul und seine wunderschöne Frau noch früher auf, um all die weihnachtlichen Leckereien für ihre Kunden jeden Tag aufs Neue frisch zuzubereiten. Ein herrlicher Duft von Lebkuchen, Zimt, Vanille und frisch gebackenen Plätzchen zog sich durch die Backstube. Neben seinem Talent als Zuckerbäcker hatte Paul aber noch ein anderes Talent, das ihn einzigartig und äußerst beliebt im ganzen Ort machte. Paul war ein guter Zuhörer und hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme seiner Mitmenschen. Der kleine Bäckermeister war schon immer ein sehr ehrlicher Mensch. Nachdem er sich den Kummer und die Sorgen seiner Kunden angehört hatte, sagte er diesen aus dem Bauch heraus, was er in dieser Situation tun würde. Wie durch ein Wunder zauberte sich danach ein Lächeln auf ihr Gesicht und sie verließen glücklich und ohne Sorgen das Geschäft. Und als Paul und seine Frau, es war wenige Tage nach dem ersten Advent, frühmorgens in ihrer Backstube an den leckersten Köstlichkeiten bastelte, brachte ihn seine Frau auf eine Idee. Paul, sagte sie zu ihm, mein lieber Paul, du bist mehr als nur ein Zuckerbäcker. Du bist auch wie ein Freund zu unseren Kunden, weil du ihnen mit deinen Ratschlägen hilfst und zur Seite stehst. Meinst du wirklich? Fragte Paul und sah seine Frau mit großen Augen an. Ja, sagte sie. Und deshalb habe ich eine Idee, wie wir dieses Jahr die Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem werden lassen. Wir werden heute Nacht an einem neuen Weihnachtsglücksgebäck arbeiten. Das verschenken wir dann ab morgen an all unsere Kunden, die zu uns in den Laden kommen und Kummer haben. Wie soll ein neues Glücksgebäck die Sorgen unserer Kunden lösen? Fragte Paul seine Frau. Und vor allem, wie sollen wir dies so schnell fertigstellen? Immerhin war vor ein paar Tagen der erste Advent und jeden Abend sind all unsere Lebkuchen und Plätzchen ausverkauft, sodass wir fast nicht hinterherkommen, damit wir am nächsten Morgen wieder genügend haben. Ganz einfach, du schreibst kleine Zettel mit Botschaften und Ratschlägen. Diese Zettel stecken wir dann in das neue weihnachtliche Glücksgebäck. Immer wenn ein trauriger Kunde zu dir kommt, schenkst du ihm ein Gebäck mit einer deiner Botschaften.
Und so machten sich Paul, wenn dieser auch etwas zweifelnd, und seine Frau an die Arbeit. Am nächsten Tag dauerte es nicht lange, bis ein trauriger Kunde in den Laden des kleinen Zuckerbäckers kam. Paul hörte wieder lange und geduldig zu. Dann griff er, ohne lange zu überlegen, in das weihnachtlich geschmückte Körbchen mit den neuen nach Vanille und Zimt duftenden Gebäck und gab eines davon seinem Kunden. »Was soll ich denn mit diesem Gebäck? Wieso gibst du mir nicht wie sonst eine Antwort oder einen Rat?«, fragte der Kunde. Der kleine Zuckerbäcker Paul sagte darauf zu ihm: »Vertrau mir, die Antwort kommt wie immer aus meinem Herzen und steckt in diesem neuen Weihnachtsglücksgebäck.« Der Kunde vertraute Paul und öffnete vorsichtig das herrlich duftende Zuckerteil. Er las die Nachricht auf dem kleinen Zettel und verließ mit einem Lächeln im Gesicht den Laden. Dies passierte an diesem Tag noch viele Male. Viele Male verließen auf diese Art und Weise an diesem Tag alle Kunden mit Sorgen glücklich das Geschäft. Am Abend sagte Paul zu seiner Frau: »Wie hast du gewusst? Wie hast du gewusst, dass ich auch auf diesem Weg unsere Kunden glücklich machen kann, ohne große Worte zu verlieren?« »Weil du ein Freund unserer Kunden bist. Ein ehrlicher Rat eines Freundes ist oft sehr wichtig. Du konntest ihnen mit gesprochenen Worten helfen. Warum sollte es nicht auch klappen, wenn du unser neues Weihnachtsglücksgebäck mit den Ratschlägen verschenkst? Wie du gesehen hast, hat es doch funktioniert.« Der kleine Zuckerbäcker Paul verbrachte von nun an jeden Abend damit, kleine Nachrichten auf Zettel zu schreiben, die spontan aus seinem Herzen kamen. Und seine Frau stand in der Backstube und fertigte das nach Vanille und Zimt duftende Glücksgebäck dazu. Damit machten sie viele ihrer traurigen Kunden, vor allem in der Advents- und Vorweihnachtszeit, glücklich, und sie selbst gewannen viele neue Freunde dazu. Und seit diesem Tag an ist auch das herrlich nach Vanille und Zimt duftende Weihnachtsglücksgebäck des kleinen Zuckerbäckers Paul Tradition in dem kleinen, verträumten, malerischen Städtchen. Und somit werden sich die Bewohner auch weiterhin jedes Jahr aufs Neue, an jeden ersten Advent, auf dem festlich geschmückten Marktplatz treffen, um erst den traditionellen Klängen des kleinen Zuckerbäckers und seiner wunderschönen Frau zu lauschen. Jingle Bells, klingt von nah und fern. Komm, wir spannen die Rösser an, die Schellen sollen und hören. Jingle Bells, klingt zur Weihnachtszeit. Glocken schallen durch das Land, Weihnacht ist nicht mehr weit. Danach werden sie sich auch weiterhin mit einem Strahlen in den Augen an den Händen halten und gemeinsam von drei rückwärts zählen. 3, 2, 1! Und unter großem Jubel wird auch der prächtige Weihnachtsbaum in den kunterbuntesten Farben weiterhin prunkvoll erstrahlen und das kleine, verträumte, malerische Städtchen in der Advents- und Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem machen.